Bei der Formatierung des Inhalts geht es mir jetzt weniger um die Gestaltung, die ist nicht besonders gut gelungen in diesem Dokument, sondern vielmehr um die Struktur. Ich möchte dir zeigen, wie du mit Word vollautomatisch dein Dokument durchnummerieren kannst im Sinne von der Hauptüberschriften, also Überschrift 1, erst mit erstens, zweitens, drittens und die untergeordneten Überschriften dann so in dieser verschachtelten Nummerierung, erstens, 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 zweitens, erstens, drittens und so weiter. Beginnen wir mit der ersten Überschrift und hier könnten wir einfach da auf diese Nummerierung klicken. Das ist mir ein bisschen zu reduziert, deshalb wähle ich lieber Format, Nummerierung und Aufzählungszeichen. Und hier wähle ich diesen dritten Reiter Gliederung, weil letztlich wird mein Dokument so eben gegliedert und nicht nur einfach durchnummeriert wie bei einer Liste. Ich wähle ein Format, das in etwa meinen Vorstellungen entspricht. Das wären diese beiden. Vielleicht sieht es bei dir auch ein bisschen anders aus. Word geht immer von den letzten Einstellungen aus. Das kann man noch anpassen. Du siehst, du hast hier die verschiedenen Ebenen für die Überschrift erster Ordnung. Das Zahlenformat, das ist also hier mit 1, 2, 3, mit arabischen Zahlen beschriftet sein soll. Die zweite Ebene natürlich ebenso mit einem gewissen Einzug, 1 cm, damit das genug Platz bleibt für die Nummern vorher. Allerdings die Ausrichtung, hier wähle ich 0, dass da nicht eingerückt ist, und ebenso für die dritte Ebene wiederum, dass es gerade beim Blattrand beginnt, aber anschließend eben ein bisschen stärker eingerückt für den effektiven Titel. Ja, so sind wir bereit. Ich wähle OK und du siehst, es hat mir alles schon vollautomatisch gemacht. Allenfalls muss ich jetzt das noch ein bisschen anpassen. In der Form, ich möchte beispielsweise eben hier eine Absatzlinie darunter, kann ich mit diesem Rahmen machen, Rahmen unten, meist ist der ein bisschen sehr nah bei der Schrift, was dann eben solche Buchstaben wie das G stört, aber mit Format, Rahmen und Schattierung, Optionen, kann ich hier den Abstand auf 2 Punkte vergrößern. Okay. Damit es jetzt konsequent im ganzen Dokument übernommen wird, gehe ich zu dieser Formatierungspalette, wähle das entsprechende Format aus und wähle hier über diese Optionen Aktualisieren, um der Auswahl anzupassen. Leider gibt es jetzt bei allen untergeordneten Überschriften auch wieder eine Linie darunter, die hebe ich wieder auf und auch hier wieder wird die Überschrift 2 geändert, Formatvorlage aktualisieren und jetzt stimmt es. So hat nun nur die große Überschrift, die Überschrift erster Ordnung, eine Absatzlinie und alle folgenden eben nicht. Und du siehst, es ist konsequent durchnummeriert und insofern sehr übersichtlich gestaltet. Ich habe allerdings schon massive Probleme bekommen bei sehr langen Dokumenten, dass dann plötzlich die Nummerierung nicht mehr stimmt und in diesem Fall blieb mir nichts anderes übrig, als diese automatische Nummerierung aufzuheben und dann die Zahlen doch manuell reinzuschreiben. Es kann also durchaus sein, Word funktioniert nicht immer fehlerfrei.